Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Und nachdem wir in der letzten Folge wieder diese große Pleite erlebt haben, werden wir jetzt noch umso vorsichtiger sein. Wir werden uns heute auch nicht sehr weit von der Base entfernen. Wir müssen Holz machen und werden dann gleich erstmal nach den Beeten schauen und dann auch nochmal nach dem Stall. Ich habe hier schon Tomaten und Wasser haben wir ja auch mit. Die Beete müssten eigentlich noch ganz gut aussehen. Ja, könnte besser sein, ne? Okay. Gut, wir tun in jedes nochmal einmal Wasser rein. Und hier ist noch ein bisschen mehr Dünger. Ja gut, dann machen wir hier den Dung rein, den Tierkot. Dann ist das ungefähr gleich. So, ansonsten hätte ich ihn hier erstmal reingetan. Aber wir machen das so. Gut, leeren Flaschen nehmen wir natürlich mit. Den Möhrensamen, den können wir noch hier lassen. Können wir eigentlich was ernten? Nee. Ja doch, die Zwiebel. Ich möchte dann lieber Tomaten da einpflanzen, ne? Gut, hier haben wir alles voller Tomaten. Dann hauen wir hier nochmal... Komm, in Zwiebelsamen rein. Ich glaube, da haben wir am wenigsten davon. So. Die Zwiebeln kommen gleich in den Kühlschrank. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und dann ist ja heute noch der Herd dran. Dazu brauchen wir aber erst noch mal ein bisschen Masse. Dazu brauche ich auch hauptsächlich das Holz. Ich wollte in den Kühlschrank. So. Ja, haben wir wirklich am wenigsten. Gut. Dann geht's jetzt am Kleintierstall vorbei. Und dann geht's ab. Holz sammeln. Und natürlich auch alles andere, was wir haben. Gut, den Wolf, den werden wir kalt machen müssen. Sonst nervt er uns die ganze Zeit. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja auch nicht wieder fressen lassen, wie in der letzten Folge. Das wollen wir unbedingt vermeiden. So, holen wir uns den erstmal. Dann können wir eventuell das Zeug auch gleich nochmal in den Kühlschrank schaffen. Ja, wir hatten auch wieder großes Glück mit dem Rucksack, ne? Dass wir unser Zeug wiederbekommen haben. Außer den Abzug, den wir dann jedes Mal bekommen. Aber... das ist eben... gut, der Hase ist fertig, ne? Oh oh. Das bedeutet, dass wir den uns heute Abend wahrscheinlich schnappen. So, die Tomaten würde ich hier reinfeuern. Gut, das sieht gut aus. Dann hauen wir das Wasser auch noch hier rein, damit uns die Tierchen hier nicht verdurschen. Ne? Und... dann können wir uns den Hasen eigentlich gleich schnappen, Leute. Dann können wir vielleicht ein Hühnchen mitnehmen. Da wäre der nächste Hase, aber ich möchte erstmal Hühnchen einsperren. Habe ich die Eier jetzt mitgenommen? Nee, habe ich nicht. So, nehmen wir die Eier gleich noch mit. Das Hühnchen ist auch schon ganz schön weit, ne? Das geht recht fix. Dass die sich hochleveln. So, Lille. Dann wollen wir mal... ja gut, das legen wir alles erstmal in den Kühlschrank. Die Eier sowieso, weil wir die jetzt noch gar nicht brauchen.
So, und das Fett. Gut, den Hasen, den schlachten wir auch erstmal. Okay, Fett, Leute. Wir haben Fett bekommen. Ja, wir können uns auch nicht zu lange aufhalten, ne? Weil wir haben ja hier nichts gerade für einen Brennstoff. Und wir haben zwei Hasen bekommen davon, ne? Also zwei Premium-Hasen, Premium-Kaninchenfleisch. Fett hatte ich hier keins mehr drin, ne? Das haben wir ja rausgenommen. Aber ich würde die Viere gleich nochmal mit rein machen. Jetzt habe ich natürlich hier, da können wir hier auch gleich nochmal nachlegen. So. Gut, wie sieht es denn eigentlich aus? Naja, da werden vielleicht die 2000 voll. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Das Kaninchen muss ich noch weglegen, ne? Genau. So, das wollen wir ja nicht vergammeln lassen. Das gute Premium-Fleisch. Ja, und dann geht es demnächst natürlich auch weiter mit den Wänden und Decken. Eisvergrößerung. Ja, die Windräder können sich schön drehen, ne? Hätte ich eigentlich auch gleich mal noch die Raffinerie mit anmachen können, aber da kümmern wir uns dann heute Abend dran. Und da hinten ist gerade irgendwie ein Erz abgefallen. Erst gewundert, kurz mal erschrocken, ne? Was qualmt denn da jetzt so? Aber das war höchstwahrscheinlich ein Erz, was da abgefallen ist, was sich in Staub aufgelöst hat. Gesundheit geht schon wieder ganz schön runter, ne? Minus 10 Grad. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir unten am Strand hier ein Hühnchen finden. Gut, Baumwolle. Beziehungsweise Baumwollsamen. Ja, wir gehen gar nicht mehr allzu weit, ne? Ich nehme die Faser noch mit. Und dann machen wir uns erstmal wieder auf den Rückweg. Aber wir sind richtig angezogen, ne? Ich guck gleich mal. Ja. Definitiv. Hasen möchte ich nicht. Ah, da ist ein Schneewolf. Da oben ist auch ein Wolf. Ja, Leute, bringt ja nichts. Wir gehen uns erstmal aufwärmen. Gleich noch mal Wasser ab. Beziehungsweise Schnee. Ja, haben wir schon wieder 8 Biokraftstoff. Die Heidelbeere packen wir mal weg. Damit wir uns dann Marmelade kochen können. Wenn es soweit ist. Gut, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Herd? Strom haben wir genug.
Sticks können wir uns auch machen. Ach. Ja, das ist natürlich. Wir müssen dann gleich auf jeden Fall nochmal los Holz machen. Der Biokraftstoff ist fertig. Das Wasser auch. Ja, ich könnte mir maximal ein Brikett machen, ne? Aber das bringt ja nur für einen Ofen was. Wir gehen dann gleich nochmal los. Gut, wir können ja mal die Sticks, die wir bis jetzt haben, zu Masse verarbeiten. 21. Gut. Naja, die Gesundheit ist fast hochgeheilt. Wir warten noch mal einen Moment. Fürs Eiweiß könnten wir auch was tun, ne? Ja komm, wir nehmen uns hier die zwei Muggels. So. Damit uns das Eiweiß nicht ausgeht. Wir sind immer noch im Januar, ne? Wird auch noch ein, zwei hingehende Tage gehen. Die Asche nehmen wir uns auch danach heraus. Den Dung habe ich auch absichtlich noch drinnen gelassen im Kleintierstall, weil dann nehmen wir den Abend auch im Ganzen raus und dann haben wir dann jede Menge Dünger. Da kriegen wir die Leiste voll von Beinbeeten mit Sicherheit. So, lass essen und dann machen wir uns wieder auf den Weg. So, auf geht's. Der Tag ist kurz, Eggert. Der Tag ist kurz. Ey, mitnehmen. Natürlich auch nicht schlecht, wenn wir reichlich davon haben, von den Hellkräutern. Können wir ja auch Biokraftstoff draus machen. Auf jeden Fall. Guck mal hier. 5. Leute, die 5. Lebt das noch? Nein. Gut, dann brauchen wir auch jetzt erstmal nicht zurückgehen. Lebt nimmer. Da ist ein Schneewolf. Aber die Faser hier, die können wir uns noch mitnehmen auf jeden Fall. Ach. Der hat so eine kalten Pfoten, ne? Der schnappt sich die Fasern einfach nicht. Und wir müssen uns die Pfoten waschen. Nicht, dass wir hier noch eine Infektion bekommen, ne? Das ist ja schon ein paar Minuten her mit dem Wolf. So, das wäre natürlich fatal. Muss nicht unbedingt sein. Obwohl wir viermal Heilmittel auf Reserve haben, aber muss ja halt trotzdem nicht sein, ne? Ja, jetzt ist es ein bisschen wärmer. 3 Grad, minus 7 sind jetzt. Oh. Vorhin habe ich es gerade noch gesagt, ne?
auf jeden Fall jede Menge Holz wird benötigt. Aber das ist schön stürmisch, das ist gut für die Windräder, ne? Können sie schön Strom produzieren. Ja, die Speicher werden jetzt eh gleich voll sein, aber ein bisschen was geht ja auch immer wieder weg. Wir haben ja beide Bohrer an. Den Eisenbohrer hatte ich auch wieder angemacht, meine ich. Ich glaube, die laufen beide. Aber die Raffinerie läuft nicht. Da müsste sich jetzt das durch den Wind eigentlich einigermaßen aufwiegen. Und der Generator ist ja auch noch da. Aber der Speicher, der wird voll sein, wenn wir nach Hause kommen, denke ich. Jetzt haben wir wieder minus 9 Grad. Aber ein bisschen Holz holen wir uns noch. Da ist ein Wolf. Da bin ich jetzt natürlich wieder umso achtsamer. Hühnchen. Das versuchen wir uns noch zu holen. Ja, das lebt noch. Dann machen wir uns gleich auf dem Heimweg. Sehr schön. Sehr schön. Guck mal, hier zwei Hagebutten. Wir brauchen 150 Maße für den Herd. Den hatten wir, glaube ich, ne? Nee. Genau. Und der Strom, der reicht ja. Da brauchen wir 1000, meine ich. Das Hühnchen wieder Gesellschaft von einem Artgenossen. Ja, das ist gleich Level 8. Das geht ratzfatz. So, wir machen gleich noch einmal Wasser hier rein. Ich probiere mal die Hagebutten aus. Ja, geht aber das Wasser auch gleich runter. Das ist wie bei uns, ne? Wenn wir Hagebutten essen. So, das Hühnchen rein hier. Zack. Dann haben wir zwei Stück. Eier waren keine drin. Aber müssten gleich, weil wenn das Hühnchen sich hochgelevelt hat, einmal, also jedes Mal beim neuen Level legt es quasi ein neues Ei. Oder zwei, glaube ich, ne? Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber ich meine, vorhin waren ja auch zwei drin. So, dann nehmen wir, wenn wir hier fertig sind, gleich die Asche raus, holen uns dann nochmal Schnee, kochen den wieder ab. Ja, wir müssen uns doch gleich noch mehr holen durch die Kälte. Die Leiste war ja fast voll gewesen, ne? Wo wir gerade die zwei Kanickel gegessen haben. Na gut, drei Viertel, glaube ich, ne? Aber daran merkt man das halt, dass es eisekalt ist. So. Und dann haben wir jetzt 10 Fasern hier.
Da können wir uns Lebriketts machen, wa? Das werden wir machen, das lohnt sich auch. So, und dann können wir uns gleich noch mal Sticks ansetzen. Das müsste dann fast reichen, ne? Das müsste auf jeden Fall reichen. So, einmal rein, damit ich das nicht vergesse. Hier gleich das Wedde. Let's go. So, dann nehmen wir uns die Asche gleich raus. Hier ist ein bisschen weniger drin. Das teilen wir auch gleich. So, aber wir hatten ja in dem ein Beet. Sowieso ein bisschen mehr drin gehabt. Und nach dem Strom gucken wir nochmal fix, ne? Nachdem wir das Wasser in den Ofen getan haben. Naja, nicht ganz 4000. Ja, der Generator ist jetzt nicht an. Und der Wind ist ja auch nicht mehr so stark. Aber wir bekommen die Hälfte auf jeden Fall rein, ne? Die Hälfte von dem, was rausgeht. Das ist doch schon mal ganz gut. Lass mal die Sonne noch mal richtig scheinen im Sommer, ne? Dann geht das schon. Aber wir arbeiten natürlich trotzdem darauf hin, dass wir mehr Stromproduzenten bekommen. Ganz klar. Und nachdem wir bei den Beeten waren, kümmern wir uns um den Herd, um den Ofen. So, hier war... Also hier machen wir die 99 rein. Ja, und dann lohnt sich jetzt erstmal gar nicht... So viel brauche ich gar nicht, ne? Die Hälfte vielleicht. Wir gucken gleich mal. Ja, okay. Okay, das lassen wir so. Gut, Wasser müssen wir eh nochmal holen. Aber wir haben ja was in der Kiste. Das können wir ja gleich nehmen. Und die Tomaten sind reif. Sehr gut. So, hier rein mit euch. Ja, da machen wir noch einmal Dung mit rein. Genau. Dann nehmen wir uns hier Wasser raus. Zwei Flaschen. Gucken wir dann auch gleich wieder Neues ab. Ach Mist! Naja, egal. Halb so wild. So, schaffen wir dann halt nochmal eine rein hier. So, die sind noch nicht ganz so weit, aber jeden Moment, dann werden wir gleich neue Samen ziehen, zwei Stück. Und die anderen beiden Tomaten können wir eigentlich füttern, ne? Zack und zack. Dann haben wir hier auch alles voll mit Tomaten, außer die in der Zwiebel, ne? Sehr gut. Den Dung lassen wir hier. Und genau. Dann holen wir uns noch das Wasser, machen indessen den Herd an, beziehungsweise den Herd fertig zum Hinstellen. Bauen den quasi erstmal in der BKE. Genau. Hier ist Wasser. Und wir machen uns jetzt den Herd. Aber ich muss ja erstmal noch die Sachen wiederholen. Die habe ich mir aber schon hier zurechtgelegt. Die hatte ich ja schon mal im Inventar gehabt. So. Ja gut, die Masse noch, ne? Aber da haben wir ja das Zeug dafür. Komm, hauen wir rein, so wie es ist. Da haben wir 131. Ach so, wir brauchen... Oh, ich bin ein Depp, ne? Wir brauchen ja 150. Ja, dann müssen wir uns doch noch ein paar Sticks machen.
150 brauchen wir. So, jetzt wird es wieder dunkel. So. Jetzt hier auch wieder Wasser drin. Die Tomaten können wir pflücken. Jetzt gleich wieder in Samen. Und die sind auch reif. Guck mal an. Das ging ja jetzt fix. So, jetzt ziehen wir hier auch gleich nochmal zwei. So, dann gehen wir gleich nochmal am Stall vorbei. Beete sind versorgt. Wir brauchen 7. Komm, machen wir alle rein. Dann haben wir jetzt aber die 150. Und dann können wir jetzt den Herd herstellen. Let's go! Nice, nice, nice. Und nochmal nice. So. Die Pleite aus der letzten Folge schon fast wieder vergessen. Aber ich werde natürlich immer daran erinnert. Aber neu anfangen möchte ich halt deswegen jetzt auch nicht, ne? Das bringt ja nichts. Erstmal bloß die eine rein und das Ei können wir gleich mitnehmen. Also doch ein Ei, ne? So. Gut, aber das reicht. Und Wasser. Ach komm, wir machen eh nochmal frisches Wasser. Dann können wir auch noch eine Flasche hier mit reinmachen, wa? Da brauchen wir nicht so pingelig sein. Da müssen wir ja nun nicht damit sparen. Jedenfalls im Moment auch gerade nicht. Weil wir ja uns eh den Schnee hier holen können. So. Halt die Klappe. Bleib mir vom Leib. So. Holen wir uns gleich nochmal Fleisch. Aber Leute, das braten wir uns in der nächsten Folge. Den Herd stellen wir noch hin. Den gucken wir uns aber auch in der nächsten Folge erstmal genau an. Denn muss ja nicht allzu lang werden, ne? Ich glaube, ich stelle den. Ich stelle den erstmal hier neben die Werkbank, oder? Stellen wir den hier an die Wand? Nee, komm. Hinstellen tun wir ihn auf jeden Fall. Ach Quatsch. Das bin ich von Mist gewöhnt, dass ich das mit dem Mausrad auch verschieben kann. Steht schön an der Wand. Wir können ja noch mal reingucken. Hier können wir jede Menge Essen lagern, ne? Und ich glaube, wir können das Essen ja sowieso hier drin lagern, oder? Solange wieder Strom an ist, oder wie war das jetzt? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Schreibt mir das gerne noch mal in die Kommis. Das würde mich nochmal auf jeden Fall interessieren. Ich meine, man könnte es auch probieren, ne? Wir brauchen eh vergammeltes, aber ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. So, Pfanne ist drin. Warte
warte mal, was brauchen wir hier? Da könnten wir uns vielleicht dann nächstes Mal gleich Steak machen, Leute. Das, aber das kostet auch Strom, ne? Ja gut, aber das könnten wir dann mal probieren, ne? Leber und Zwiebeln. Nice. Honig glasierte Koteletts und Gemüse. Warte mal, wie war denn das jetzt? Ja gut, da muss ich dann mal gucken, wegen Koteletts, wie wir die machen. Und hier haben wir noch Kartoffelrösti. Könnte man auch machen, ne? Gut, wir werden uns das in der nächsten Folge genauer anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst mir doch gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert gerne, abonniert gerne. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, euer Jens.